Was glaubt man aus die Fighter Osirion? Willkommen zurück und ich denke, wir waren hier stehen geblieben. Ich glaube, schauen wir einfach mal rein, was jetzt abgeht. Und. Oh, okay. Ja, guck mal. So, Freunde, jetzt. Ich musste ganz kurz überlegen, ob ich Uiguku mitnehme oder nicht. Ich habe jetzt mal Uiguku in das Team geklatscht. Das Team sieht ein wenig anders aus. Warte mal, ich finde, habe ich alles rausgehauen. Ah, okay, ich hab. Ja, hä, warte mal. Ah, okay, okay, ich habe ja auch Gogeta drin. Ich habe Cooler und Vegeta rausgehauen. Ich habe jetzt Gogeta mit reingepackt wegen der Combo mit Cell. Und dann habe ich Uiguku mitgenommen, denn Uiguku haben wir neulich gezogen. Und ja, viele hatten ja Schwierigkeiten oder viele haben Schwierigkeiten damit, Uiguku sein, also seine Fähigkeit zu triggern, dass quasi dann Vegeta auftaucht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das so versucht, wie es in der Fähigkeit stand und es hat sofort funktioniert. Ich habe meinen Heldenavatar, sowohl meinen Heldenavatar als auch Uiguku im Team, habe den dann Runde 2 Uiguku rausgestellt. Und der hat dann quasi Vegeta gerufen und hat seine Superdeck gemacht. Jedenfalls, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Aber die Sache ist, warum habe ich überlegt, ob ich ihn überhaupt mitnehmen soll oder nicht. Ich weiß halt nicht, ob eben diese Animation, also die CAA von Uiguku, ein Claim hat. Wir werden dann im Endeffekt schlauer. Ich werde dann schlauer. Ich hoffe, es hat keinen Zahn. Kann ich es euch zeigen, wie das Ganze aussieht? Würde mich nämlich ja... Ja, wäre cool, wenn wir das sehen, sag ich mal. Wenn nicht, ja, leider schade, dann weiß das eben und dann... Ja, dann wäre ich da einfach schlauer so. Keine Ahnung. Ist so ein kleines Experiment, sag ich mal. Aber ich hoffe, das passt. Denn, ja, ich habe nicht, weiß nicht, viele hatten Schwierigkeiten, dass das mit Uiguku funktioniert. Ich habe, wie gesagt, was, wie habe ich, ich habe es gestern getestet. Ich habe einfach, wie gesagt, Runde 2 Uiguku rausgestellt. Mein Heldenavatar war im Team. Mein Heldenavatar aber, by the way, habe ich als ersten Charakter gewählt im Deck. Ich weiß nicht, ob das was ausmacht. Keine Ahnung. Ich wollte es nur gesagt haben. Und genau, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Guck mal, hier steht sogar dran, Karte mit Superfähigkeit in Angriffsbereich bewegen. Das gilt, das Geld für Uiguku, bin ich mir ziemlich sicher. Bin ich mir ziemlich sicher. So, aber, ja, keine Ahnung, hauen wir mal irgendwas raus. Und genau. Uiguku, jetzt. Es sah auf jeden Fall geil aus, wenn er als ein Vegeta beschworen hat. Ah, ich hoffe, ich kann zeigen. Ah, wenn ich es nicht... Warte mal, warte mal. Eine Sache aus, vorweg jetzt schon. Ich weiß wegen nicht, wie gesagt, wegen dem Claim, ob es geclaimed wird oder nicht. Falls es doch geclaimed wird, mach ich mal ein bisschen Magie, ein bisschen Hashtag EOS Production. Also wundert euch dann nicht, falls diese Animation irgendwie komisch oder anders aussieht. Da habe ich ein bisschen Brise, Hashtag EOS Production. Wenn es dann trotzdem klappt, wenn es dann trotzdem keinen Claim bekommt, dann sehen wir das. Ich hoffe, ich will es einfach nur sehen, okay? Ich habe jetzt mit Absicht mal mein Heldenavatar runtergestellt, weil es wahrscheinlich viele auch fragen, muss den Heldenavatar rausstellen mit Uiguku zusammen? Ich denke nicht. Nee, das denke ich nicht. Nur Uiguku ab Runde 2 rausstellen, also mit ihm angreifen und der Heldenavatar muss einfach nur ein Team sein. So wie es in der Passage steht, so soll es funktionieren. Wir werden gleich im Endeffekt schauen, Freunde. Wie gesagt, ja, falls dazu kommt, was ein Claim hat, mal ein bisschen Hashtag EOS Production Magie. Wenn das nicht klappt, dann muss es halt komplett rausschneiden, damit ihr da Bescheid wisst. Ja, und ansonsten begrüße ich euch. Bisschen spät vielleicht, aber cool, dass ihr reinguckt. Warum habe ich das jetzt gemacht? Falls der ein oder andere nicht weiß, was hier guckt. Boah, boah. Ja. GG. Ja, Freunde, tut mir leid, es hat leider ein Claim bekommen. Ich habe auch versucht, das Ganze ein bisschen zu bearbeiten. Tralala, diese AOS Production Magie hat leider nicht geklappt. Heißt, ich bin jetzt beim dritten Export und muss das jetzt leider ganz rausschneiden. Ist wirklich sehr belastend, sowas. Kann im Endeffekt jetzt Uiguku leider auch nicht spielen, aber wundert euch nicht, in den nächsten Parts werde ich Uiguku noch im Team haben, weil ich es vorproduziert habe, sorry. Aber ich muss dann leider auch wegschneiden. Falls dennoch irgendwie Interesse besteht, das mal überhaupt an sich mal irgendwo gesehen zu haben, Freunde, dann könnt ihr gerne in den Streams vorbeigucken und mir mal sagen, ey, könnt ihr das bitte zeigen, dann mache ich das gerne. Aber so geht's leider nicht. Ich hoffe, das gefällt euch trotzdem noch und ja, viel Spaß auf jeden Fall, sorry. So, jetzt gucken wir mal. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, ob ihr das gesehen habt oder nicht, aber ich wollte zwei Sachen sagen. Ein wegen der Animation. Die haben gerade quasi Vegeta beschworen. Das soll eigentlich immer Vegeta sein, wie gesagt. Aber der, seine Haare sind nicht komplett blau wie, wie im Anime. Aber das haben wir an der Superdeck quasi gesehen. Und, und seine Augen waren auch ein bisschen bläulicher, mehr oder weniger. Das andere ist, was ist jetzt so ein Claim? Wenn ich es kurz wiederholen darf, diejenigen, die neu da sind. Claim heißt quasi, dass, dann, dass ich mehr oder weniger eine Verwarnung bekomme. Und ich das Video dann nicht monetarisieren kann, um es kurz zu sagen, ne? Aber wie gesagt, hoffentlich ist das ohne. Dann können wir auf jeden Fall Uiguku benutzen. Falls es doch mit Claim ist, dann ist mir seit letzter Zeit eingefallen, vielleicht kann ich ein bisschen Hashtag EOS Production Magie fließen lassen.
Und dann funktioniert das vielleicht. Bevor das alles ausartet, allzu cringe wird, weil ich legit gerade nicht weiß, was ich von mir geben will, sehen wir uns jetzt direkt danach wieder. Aber ich kann nach rechts auf jeden Fall hier an der Stelle, okay. Und weiter nach oben oder so nicht. Aber wir müssen... Oh, genau das. Her damit. Her damit. Okay, ich kann noch nicht hoch. Heißt, ich muss jetzt mit dem Boy weitermachen. Genau. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Okay, dann legen wir mal sofort los. Oh, da oben. 1 von 2. Ah, oh, 1 habe ich irgendwie ultra-abschlich. Habe ich nicht geschafft. Aber nicht schlimm. Wir machen einfach mal das jetzt. So, Leute. Jetzt, was ist da los? Ja, gar nichts. Konzentrieren Sie sich. Alright. Da habt ihr mich gerade erwischt. Ja, in den Pausen bin ich kurz mal am Handy. Aber. Jetzt. Ich muss mal ein bisschen, dämpfen jetzt, glaube ich. Okay. Alles klar. Und zwar komplett ausverwertet. Ja, genau. Danke. Wir schieben einfach mal raus. Let's go. Ist einfach ein Team von unserem Boy Cabra. Deswegen schieben wir einfach mal raus und hoffen darauf, dass das in Runde 1 geklärt wird. Wenn nicht, dann dauert es ein bisschen länger. Aber nicht schlimm. Ich denke, ist nicht allzu schlimm. Ich glaube, Kapitel 4 sind wir jetzt. Ich glaube, das Kapitel wird auch lange gehen. 3 kam mir echt lang vor. Nicht, dass ich mich beschwere, aber nur vom Gefühl her. Oh ja, da ging auf jeden Fall was. Nur Broly haben wir auf einmal zack so besiegt und das war's. GG. Oh, aber komm. Really? Okay. Energiebrecher. Energiediskus. Bam, bam. Sitzlos. Oh, oh. Bam. Oh, Alter, aggressiv, Popovic. Oh, der will's wissen, ne? Ey, guck mal, die sind schon ganz... Als Popovic und diese Yamo zum ersten Mal kam, in Dragon Ball Z, dachte mir, was ist mit dem passiert? Also... Die sehen übel komisch aus. Weil sie natürlich gerade so ein Margin-Zeichen auf der Stirn, aber da kannst du denken, ja, vielleicht haben sie einfach irgendein Tattoo gegeben. Aber die waren so, ihre Adern hat man übel gesehen. Die waren so gräulich. Keiner weiß, was mit denen abging, um jetzt zu sagen. Das war schon ein bisschen scary, würde ich sagen, für ein Kind. Also ich übertreibe jetzt, ja, aber die sahen halt anders aus als so andere Menschen. Ich meine, ja, ich übertreibe gerade richtig, okay, so. Ich sag scary für ein Kind, aber davor kam Piccolo, tralala, den hat man zerstört und weil, ja, okay, ich nehme alles zurück, komm. Ich wollte einfach nur sagen, dass er ein bisschen komisch aussieht, man. Und nicht mehr und nicht weniger. Aber was schon, was sieht schon nicht komisch aus in Dragon Ball, ne? Tenshin schon einfach 3 Augen. Keiner weiß, ist ein normaler Mensch mit 3 Augen. Da macht einer auf Macho mal, gibt sich zack, nochmal 2 Arme rein, fertig. Krillin ohne Nase, oh hier, Chaozu, keiner weiß, was mit dem los ist. Einfach ein Haar. Fertig. Okay, ich nehme alles zurück. Aber die Dead Machine nimmt nicht alles zurück. Die Dead Machine eskaliert jetzt. Wir können mit Buu fusionieren. Genau, richtig. Nice. Zu Gotenks oder? Ey. Genau, danke. Einmal fusionieren mit der Energie. Nice. Aber ultimative Einheit werde ich nicht aktivieren. Das habe ich letztes Mal gemacht, aus Versehen. Denn ultimative Einheiten verbrauchen ja Heldenenergie. Deswegen, genau, das sparen wir uns auf. Okay, wobei. Ah, ja, muss betäubt, deswegen ging es nicht. Schätze ich mal, weil normalerweise haben die. Ah, der ist fusioniert, aber ich kann nicht. Was ist mit dem? Diese Karte. Ah ja, das ist. Ah, das ist der Platz halt für Dinge. Ja, entweder für Buu oder Gotenks. Ich habe mich immer gefragt, kein Sinn. Warum ist er auch da? Ich habe immer gedacht, das wäre jetzt die Fusionskarte, aber nein, da ist der Gotenks. Oh, Eskalation. Wir nehmen beides mal denselben. So. Okay, ist da komisch aus. Oh, knapp. Krass. Oh, nice. Crusher-Werfer. Ups. Bam, Junge. Bam, bam. Nice. Wieder den Wegfick. Scharfschützenschutz. Müll. Oh, jetzt komm mal ran. Bam, bam. Aber. Mann!
sinnlos. Nein! Oh ja! Ja, ja, oh ja. Oh ja. Komm schon, bitte, Bu. Unschuld. Dein, beweis deine. Yeah, beweis deine Unschuld heute sein. Hey, yo! Alles klar, Freunde von heute. Jetzt bin ich mal wieder, wie immer, gespannt. Warte mal. Ah, warte mal, warte, warte. Okay. Ah, haben wir hier. Hier haben wir einen Ultraschuss bekommen. Irgendwo hier nicht. Ich glaube, bei dem. Aber doch, tatsächlich. Nee, 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 nee. Okay, warte mal. Wahrscheinlich müssen wir den hier einholen, damit ich da weiter kann, oder? Jagd auf die Cyborgs 3. 4 muss ich abschließen. 4 ist sie. Ja, okay, genau. Was sie Ultraschuss, gewinne den Kampf ohne von einem Super. Okay, okay, okay. Erstmal holen wir hier unsere Kapsel ab. Daily Kapsel. Bling. Und. Läuft heute. Heute läuft's, Leute. Heute läuft's. Warte mal, bei diesem Glück müssen wir mal wieder, ja, ja, random einen raushauen, oder? Was sagt ihr? Bei diesem Glück müssen wir mal wieder random einen raushauen. Da bin ich auf jeden Fall dafür. Und so, amore. So, und zwar gehen wir mal hier rüber. Set Uno. Denn ja, Fu wäre auch gestört eigentlich in dem Team. 20.000 Kraft für 2 zu viel Verbündete. Aber ich hätte gerne den Evo Vegeta, weil der hat auch... eine total Eskalation, warte mal. Der hat auch eine total, ich habe den lange suchen müssen, aber der kann auch, seine ultimative Einheit ist geil. Das ist total, eine totale Eskalation einfach, was der da alles beschwört. Der beschwört, hier, der ist es, genau, guck mal. Das, aber das würde ich auch gerne zeigen, mal jetzt sagen. Evolution wird entwickelt, ja, ja, entwickelt, genau das entwickelt. Und ja, den haben wir ja, genau. Okay, ja, genau, genau, genau. Das sollte Evo Vegeta sein neben Urigoku, schätze ich. Das ist komisch, warum wir das nicht hinschreiben, aber was soll's. Ja, auch das ist Evo Vegeta, doch, doch, doch. Die Haare sind halt hier trotzdem nicht so bläulich. Egal, jetzt bin ich total rausgekommen. Boom! Einmal Evo Vegeta, bitte. Danke. Jawoll, ja! Scheiße. Mist. I don't wanna know. Kein Evo Vegeta ist gedroppt. Aber wir haben noch die seltenen Gadgets. Freunde, ich hoffe, das stört euch nicht, wenn ich mal random einfach so Tickets raushaue. Stört euch das? Ich weiß nicht. Ich könnte mich gerne wissen lassen. Ich hatte gerade ein gutes Gefühl, sag ich mal. Deswegen haben wir einen rausgehauen. Das letzte haben wir auch einen. Oh, SEC? SEC? Gutes Gefühl! Gutes Gefühl! Geil! SEC-Charakter, sehr schön. Was ist denn? Der ist ein Hero. Ah! Interessant, interessant, interessant. Wow, 8500 Kraft Hero-Charakter. Gutes Gefühl, okay, dann nehmen wir unser Gefühl wieder weg. Denn wir haben sofort mit einem Hashtag 1 zusammen wieder einen SEC-Charakter gezogen. Sehr schön. Und machen dann mal. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Wobei aus dem Pack ist Fu, glaube ich, so. Eines der interessantesten SEC-Charakter. Aber nicht schlimm, ey, wir haben hier noch einen Urigoku gezogen. Gut, so, Leute, wieder erwischt, oh mein Gott, was machen der Uzu die ganze Zeit? Ich versuche während den Pausen kurz das zu posten auf Instagram, wenn ihr mir ein bisschen folgen wollt, Freunde, oder wenn ihr euch interessiert, wollt es einfach mal gesagt haben. Link in der Beschreibung. Uzu.official. Okay, so official das alles auch ist, so... Okay, ganz ehrlich, tut mir leid wegen heute, gell, ich weiß auch nicht, was los ist, ich bin gerade übel crazy drauf, keine Ahnung warum. An dem es aufnehmen ist halt... Großer Sonntag. Gechillter Tag. Das Set erscheint. Alles schön und gut. Wir nachher noch drin. Ich hoffe, ihr habt auch. Ja, schöne Feiertag, denke ich mal. Sage ich mal. Und ich hoffe, ihr könnt das Wetter auch genießen. Hat auf jeden Fall gut getan, muss ich ehrlich sagen. Gut nicht. Aber gut, jetzt beruhige ich mich mal. Oh, okay. Da könnte man ja durchsehen. Mal boy, mal langsam. Aber ich habe wieder alle rausgestellt, ne? Die Berserker hätte ich vielleicht nicht unbedingt rausstellen müssen, meine ich sagen. Naja, was soll's. Bam. Bada boom. Mit der Schelle. Oh. Upsa, sorry. Cabre. Zeigen Sie was. Nice. Wie schade macht eigentlich sein Superangriff? Maschinenschlag. Nicht so viel. Es geht, es geht. Bam. Oh. Das war ein Ding.
Hoho. Oh! Aber wie Otto, wir machen mal Damage hier am Match, würde ich sagen. Vielleicht hilft uns das ja aus, weil das ist immer ein bisschen knapp. Wenn ich ein, zwei AE-Kämpfe nicht gewinne, dann mit dem Team können wir das überleben. Ich habe keine Lust, das auf Runde 2 zu ziehen, wisst ihr, was ich meine? Wäre es am liebsten, wenn ich immer Runde 1 aber raus. Normalerweise für die Story eigentlich ein Runde 1-Team bauen. So, wenn du mit Runde 1 all out gehen kannst und jeden zerstören kannst. Einfach angenehmer. Naja, ob so. Aber ja, was soll's. Brutings. Spider-Man bekommt sofort, als würde ich etwas laggen mit der Cam, aber. Ich glaube, alles passt. Nee, wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Kein, nee, kein Ultimative Einheit. Alle raus einfach. Was? Sie haben zuerst angegriffen. Oh mein Gott, hätte ich vielleicht doch mal ein anderes Modul genutzt. Mann, was? Wieso teilen die so aus? Shit. FF, was? FF15. Shit, der eine ist befolgt. Oh nein. Ah, du. Ah, die haben den anvisiert, die Penner. Oh mein Gott. GG Atomfaust. Naja. Okay, shit. Nice. Ah, der ist alleine. Macht gut schon. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Komm ran, ne? Jawohl, Experte. Warte mal, wir haben den Ultra-Abschuss nicht geschafft. Wir haben einen Super-Angriff bekommen. Mist. Ich Idiot, ich habe das total vergessen. Dann hätte ich das andere Modul benutzt. Oh Mann, ich Idiot. GG. Egal, das müssen wir offscreen dann nochmal machen, damit wir da weiterkommen, weil es dauert zu lange, wenn ich das nochmal jetzt hier mache. Ich hab's total vergessen, Mist. Ich hätte das andere Modul nutzen sollen. Dann hätte ich zuerst angegriffen. Ah, wie habe ich das vergessen können? Egal, nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Egal, nicht schlimm. Guck mal, vielleicht können wir ja irgendwo trotzdem weiter oder so. Schauen wir einfach mal nach. Ja, jetzt. Ich hätte den Ultra. Ah, wie habe ich das vergessen? Verdammt. Was? Hä? Ist doch geschafft oder was? Keiner weiß. Hä, hab ich es legit doch geschafft? Nein, keine Ahnung. Hä? Warte mal, was war denn überhaupt ein Ultra-Abschluss? Gewinne den Kampf, ohne von einem Superangriff des Gegners getroffen zu werden. Wir wurden doch getroffen, oder nicht? Von GG und FF. Das war doch für Jagd auf Cyborg 4 und Jagd auf Cyborg 3. Und 3 hat, glaube ich, der Kollege geschafft, oder? Ne, hier tun. Na, mich soll es nicht interessieren. Hauptsache, ich kann weiter. Was soll's. Aber gut, Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal von hier aus wieder. Die Boys gehen getrennte Wege. Können die, kann er jetzt auch hoch? Nee, noch nicht. Also nicht alle müssen erfüllen. Okay. Interessant, interessant. Warte mal, dann gehen wir jedenfalls. Wir gehen den richtigen Weg. Wir gehen den richtigen Weg. Richtig, richtig, richtig. Okay, okay, okay. Gut, dann würde ich sagen, Freunde, lieben Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns das nächste Mal von hier aus wieder. Bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.